Hey Leute, im heutigen Video schauen wir uns mal die meiner Meinung nach 5 stärksten Karten in Clash Royale an, die man eher verschlechtern sollte. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren wie immer mit diskutieren. So, gerade noch ein wichtiger Hinweis, und zwar sucht mein Clan German Stars neue Mitglieder. Da bin ich seit 2 Jahren, wir sind durchgehend Top 20 in Deutschland und wenn ihr mindestens 12 Siege in Clan kriegen bisher habt, könnt ihr gerne vorbeischauen und euch gerne bewerben. Wie gesagt, schaut vorbei. Und damit kommen wir zum Ranking und wir beginnen direkt mit dem 5. Platz und alles wird heute grafisch unterstützt. Ihr werdet hier auf der linken Seite, da wo die Holztafel ist, werde ich versuchen, die einzelnen Karten jeweils einzublenden der Reihenfolge nach. Und wir beginnen hier direkt mit dem 5. Platz und für mich ist der 5. Platz der stärksten Karten in Clash Royale momentan der Tunnelgräber. Der Tunnelgräber, muss man wirklich sagen, ist eine Karte, die schon sehr, sehr lange sehr stark ist. Sie war jetzt zu letzter Zeit, also ich habe öfters auch Rankings gemacht von Karten, die am meisten gespielt wurden. Da war sie auch zeitweise mal auf Platz 2, auf Platz 3 und so weiter. Ist eigentlich durchgehend Platz Top 5 der meistgespieltesten Karten. Ist einfach eine Karte, die sogleich als Win Condition dienen kann, also eine Karte, die den Hauptschaden macht. Oder eben auch eine Support-Karte. Beispiel ist ja zum Beispiel, es gibt die ganz normalen Miner Poison Decks. Oder es gibt auch zum Beispiel einfach die Riese-Miner-Decks oder eben die Tamuski-Miner-Decks. Und da ist meiner Meinung nach einfach das Problem einfach, dass er in allen Decks wirklich verdammt stark ist. Man könnte ihn einfach ein bisschen schwächen. Er wird einfach zu viel gespielt. Man kann ihn in zu vielen Decks wirklich spielen. Deswegen einfach ein bisschen schwächen, vielleicht ein bisschen weniger Leben, ein bisschen weniger Schaden. Irgendwie so wird schon reichen, wenn man ein bisschen schlechter macht, dass er dann eben nicht mehr ganz so overpowered ist. Kommen wir direkt zu dem 4. Platz und für mich ist es auf dem 4. Platz der Dunkle Prinz. Den Dunklen Prinz haben sie schon mal schwächer gemacht, aber ich finde, dass er weiterhin einfach zu stark ist. Er hat eben wirklich verdammt viel Leben, er macht auch, finde ich, ordentlich Schaden, hat auch noch diesen Charge-Effekt und läuft auch eben, also rennt verdammt schnell, wie man es eben nennen möchte. Ich finde einfach, dass die Karte auch eben ähnlich wie der meiner, weil sie eben einfach zu stark ist, deswegen auch in zu viele Decks passt. Man kann sie eben in Beatdown spielen mit Riese Double Prince. Mit Ramuskis, mit Dark Prince kann man auch spielen, man kann auch Dark Prince in ganz normalen Spandex spielen, man kann auch in Dark Prince auch in Miner Decks spielen, also man kann in Dark Prince eigentlich fast in jedem Deck spielen. Und genau das ist meiner Meinung nach das Problem, wenn eine ganz normale Beatdown-Karte in jedem Deck plötzlich spielbar ist, dann ist einfach, finde ich, einfach zu stark und deswegen sollte man die Karte meiner Meinung nach auch nerven. Damit kommen wir schon zum 3. Platz und der 3. Platz ist tatsächlich relativ interessant und zwar ist für mich auf dem 3. Platz momentan, sind die Rabauken. Ich weiß, da werden jetzt viele anderer Meinung sein, aber wenn man auf die Nutzungsrate von der Karte schaut, dann seht ihr in der Grand Challenge, habe ich vorhin nachgeschaut, bei 35%. 35% bedeutet, in mehr als jedem 3. Deck in der Grand Challenge werden Rabauken gespielt. Und das, obwohl die Rabauken nicht mal offiziell released sind momentan. Das ist eine ganz schön beeindruckende Zahl. Und das hat mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, weil ich sie auch selber so stark finde, dass ich hier ins Ranking auf den 3. Platz gesetzt habe. Die Rabauken kann man einfach in verdammt vielen Decks auch spielen. Es gibt zum einen nicht nur dieses eine Friedhof-Deck von Big Spin mit Rabauken. Man kann sie auch zum Beispiel in Dramusketieren ganz gut spielen. Oder auch mit Lavaloon. Aber eben vor allem auch noch mit Logbait. Das unterschätzen viele. Es gibt zum einen schon dieses Overpowered-Deck von Big Spin. Aber Logbait sind sie fast noch stärker, würde ich fast behaupten. Muss eben noch das passende Deck dazu gefunden werden. Also Rabauken momentan meiner Meinung nach sogar noch unterschätzt. Sind, finde ich, wirklich zu stark. Ich meine, man kann sie im Grunde genommen eben nur mit dem Kampf so richtig kontern. Das ist eben optimal für Logbait eben gedacht einfach. Und deshalb sollte man die Karte meiner Meinung nach nerven. Man sieht eben auch 35% Nutzungsrate. Das ist einfach verdammt viel. Das ist einfach zu viel meiner Meinung nach. So, und damit kommen wir auch schon zum 2. Platz. Und zum 2. Platz und auf dem 2. Platz für mich ist auf jeden Fall der Eisgolem. Eisgolem ist tatsächlich aus einem relativ einfachen Grund für mich momentan in dem Ranking. Es ist einfach vergleichsweise die stärkste Cycle-Karte geworden. Das hat einen ziemlich einfachen Grund, dass bisher Eisgolem und Eisgeist... Das ist die Kamera kurz stehen geblieben. Dass sich bisher Eisgolem und Eisgeist gegenseitig immer so ein bisschen ausgeschaltet haben. Sprich, war ungefähr so Hälfte-Hälfte benutzt. Es wird Eisgeist eben deutlich genervt, also deutlich schlechter gemacht. Und jetzt ist meiner Meinung nach der Eisgolem deutlich zu stark. Auch im Vergleich zum Beispiel die Skelette, die nur 3 sind, sind einfach zu schwach im Vergleich. Oder auch eben die Fledermäuse nicht ganz so stark im Vergleich. Weil eben auch zum Beispiel die Zappet-Decks genervt wurden. Das war eben auch ein indirekter Nerf zum Beispiel für die Fledermäuse. Nur der Eisgolem ist praktisch immer noch überall stark, kann auch in ganz vielen Cycle-Decks gespielt werden. Ob Schweinereiter, ob Logbait oder eben auch Bridge, wenn man da sonst irgendwas. Eisgolem ist eigentlich überall stark als Supportkarte. Relativ einfache Lösung. Ich finde, die anderen Karten sind relativ gut gebalanced. Man muss sie wirklich ein Stück nerven. Ich würde sagen, einfach 100 HP vielleicht runter, also vielleicht 5-10% HP weniger. Und dabei meiner Meinung nach um einiges besser gebalanced. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum 1. Platz. Und wir haben gerade eben schon auf dem Spielfeld gesehen. Denn für mich ist jetzt seit etwas längerer Zeit schon für mich die Karte, die einfach am ehesten einen Nerf braucht, einfach der Poison Spell, also der Giftzauber.
Für mich ist der Gift aber einfach nicht gut gebalanced. Das Ding macht viel zu viel Schaden, hat einen riesigen hat eine riesige Fläche dazu noch und wird eigentlich überall gespielt, weil eben auch verdammt viel Spam gespielt wird. Also ich finde wirklich, dass der Giftzauber wirklich deutlich geschwächt werden müsste. Ich rede jetzt nicht von einer total übertriebenen Schwächung, weil er darf eben jetzt auch wieder nicht im Vergleich zum Feuerball natürlich auch nicht wieder zu schwach werden, aber der Feuerball war schon immer die schlechtere Alternative zum Poison Spell. Man könnte zum Beispiel auch den Blitzzauber vielleicht besser machen, aber meiner Meinung nach ist immer noch der Poison Spell an sich einfach zu stark und wird zu oft gespielt. Ich finde, man dürfte nicht die Range kleiner machen, weil dann würde er wieder zu schwach werden, sondern müsste halt vielleicht einfach schauen, dass man den Schaden vielleicht 10% runter macht. Früher hat der Giftzauber natürlich zum Beispiel nicht dafür gesorgt, dass ein Elektromagier oder eine Musketierin direkt stirbt im Giftzauber. Heute kann er das. Wenn man das wieder rückgängig machen würde, würde es vielleicht schon ausreichen, dass er nicht mehr ganz so oft gespielt werden würde. Und deshalb würde ich meiner Meinung, er würde es meiner Meinung nach auf jeden Fall auch angebracht sein. So, auf jeden Fall zum heutigen Video. Wie gesagt, ich werde gerne auf eure Kommentare eingehen, die ihr also auf eure Meinung in den Kommentaren eingehen zu den einzelnen Karten. Es kann sein, dass ich an vielen Stellen auch nicht recht habe. Ihr könnt natürlich gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Rabauken vor allem bin ich auf eure Meinung gespannt. Meiner Meinung nach wirklich overpowered. Und so viel auf jeden Fall zum heutigen Video. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.